bist ein mieser, rücksichtsloser Egoist. Und ich bin heilfroh, dass du nicht mein leiblicher Vater bist. Carla Sophia Gräfin von Lahnstein, Sie sind schwanger. Ich bin schwanger? Du bist schwanger. Ich bin schwanger. Du bist schwanger. Ich bin schwanger. Völlig eindeutig. Du bist schwanger. Ausgerechnet ich. Kannst du dir das vorstellen? Ja, sehr gut sogar. Ich muss sofort zu Susanne. Das geht ja nicht. Ich habe Hausverbot. Das ist ja jetzt wohl meine Ausnahme. Du kennst Susannes Vater nicht. Er kann dich doch nicht für die Fehler deines Vaters bestrafen. Doch. Ich kann ihn ja auch verstehen, den Ärmsten. Und auch Susanne, dass sie ihn nicht alleine lassen kann. Carla, ihr müsst euch doch trotzdem noch sehen können. Das ist im Moment leider schwierig. Und den Test, den wollten wir eigentlich auch zusammen machen. Tja. Naja, immerhin gibt's ja noch Telefon. Wir suchen jetzt alle Lokale in der Umgebung ab. Eine andere Möglichkeit sehe ich zurzeit nicht. Alles klar. Soll ich vielleicht mitkommen? Wir kommen allein zurecht. Danke, Herr von Beinbach. Hallo. Hey, Süße. Hallo, Lisa. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo Konstantin steckt? Wenn er es ihr nicht gesagt hat, dann wahrscheinlich, weil er sie nicht sehen will. Lisa, es ist wirklich wichtig. Es geht Konstantin nicht gut. Wir machen uns Sorgen. Verständlicherweise. Er hat was getrunken und du kennst ihn doch. Weißt du wirklich nichts? Leider nein. Also, vielen Dank. Viel Glück bei der Suche. Was machen Ihnen alle so ein Theater? Konstantin ist mal fast an einer Alkoholvergiftung gestorben. Hallo. Hallo, hier ist Carla. Kann ich bitte mit... Ruft ihn da ständig an? Marktforschung. Lästig sowas. Kann der Stecker trotzdem wieder rein? Carla wollte sich noch melden. Der Stecker bleibt draußen. Wie du meinst? Ist es dir dann recht, wenn ich ein, zwei Stunden weg bin? Geh zu Carla. Lass mich allein. Papa, du machst es einem wirklich nicht einfach. Warum müssen Carla und ich ausbaden, was Elisabeth und Johannes dir angetan haben? Sie ist eine von Lahnstein. Begreif es doch endlich. Sie hat sich mit ihrem Vater überworfen. Sie ist ausgezogen. Sie wird dir auch noch wehtun. Diese Familie bringt Unglück. Im Moment siehst du alles schwarz. Aber du solltest langsam erkennen, wer auf deiner Seite ist. Niemand, der sich mit dieser Seppe abgibt. Was verlangst du von mir? Soll ich mich von Carla scheiden lassen? Ja, das wäre mit Sicherheit besser für dich. Carla und ich, wir lieben uns. Wir sind verheiratet. Wir wollen ein Kind zusammen. Susanne, ich kann dich an nichts hindern. Aber diese Frau möchte ich hier nicht mehr sehen. Also, wenn du für morgen noch etwas zum Wichteln brauchst. Ich habe vom letzten Jahr bestimmt noch ein paar wunderbare Scheußlichkeiten. Danke. Aber ich glaube, ich komme morgen gar nicht mit auf die Feier. Charlie, die Familie trifft sich nur einmal im Jahr. Ja, ich weiß, aber Bernd wäre ohnehin nicht mitgekommen. Oh, Stress? Nein, ich habe nur den Eindruck, er geht mir aus dem Weg. Seit er weiß, dass ich weiß... Dass er dein Geld verspielt hat. Ja, er schämt sich eben.
Ja, damit beweist er wenigstens noch einen Rest von Anstand. Bernd ist jemand, der verzweifelt versucht, wieder auf die Beine zu kommen und ich helfe ihm dabei. Willst du ihm vielleicht noch mehr Geld in den Rachen werfen? Nein, aber ich will ihm Mut machen. Ja, und wie? Ja, wenn ich das wüsste. Obwohl, so könnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wie war das mit dem Wichtelgeschenk? Hast du noch eins für mich? Ich denke, du kommst nicht mit. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Ich glaube, dein Handy klingelt. Nicht schon wieder. Wieso, magst du keine Glückwünsche? Wetten, das ist wieder mein Alter? Der rafft's echt nicht. Lisa? Konstantin, herzlichen Glückwunsch. Danke. Voll nett, dass du daran denkst. Klar doch. Und, wie geht's? Super. Klingt, als wärst du kräftig am Feiern. Absolut. Wo bist du denn? Oben bei meinem Bruder im Penthouse. Aber der ist doch... Ich hab die Bude für mich allein. Hier ist voll die Party. Ich höre es. Also kommst du? Ich weiß nicht, ob ich euren Vorsprung noch einholen kann. Alkoholtechnisch, meine ich. Klar, hier ist noch jede Menge. Du hast schon ordentlich was gebechert, oder? Man wird nur einmal 18. Also kommst du? Mach nur. Mir ist gerade nicht so nach Party. Sei nicht böse und feier noch schön, ja? Mach ich. Ciao. Warum gehst du nicht hin? Was soll ich denn da? Er ist total betrunken und die Leute kenne ich auch nicht. Ja, vorhin warst du noch so besorgt wegen Alkoholvergiftung und so. Er ist ja nicht alleine. Und so schlimm hat er sich jetzt auch nicht angehört. Hallo. Guten Abend. Ich möchte zu Gräfin Lahnstein. Das tut mir leid, die ist im Moment nicht da. Aber die müsste gleich wiederkommen. Sie hat Dessert bestellt. Ich bin die Frau von Carla von Lahnstein. Ich warte hier. Gut, okay. Vielen Dank. Bitte schön. Was ist das denn? Aber... Zwei Striche heißt... Sie ist schwanger? Na, Bernd. Charlie, mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Ja, passt es dir gerade nicht? Ach, jetzt erzähl da keinen Unfug. Komm, ich nehme dir das ab. Setz dich. Danke. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Nein, nein, keine Umstände. Ich war bloß gerade in der Nähe und da dachte ich, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Weißt du, ich wollte dich auch schon anrufen, aber ich hatte so viel zu tun. Ach ja? Gibt es Neuigkeiten? Hast du einen Job? Na, so gut wie. Na, die Bewerbung war ziemlich aufwendig, Assessment Center und so. Ich hatte einfach keine Zeit für gar nichts. Naja, wir sehen uns hier jetzt. Und wann fängst du an? Tja, also ich... Hoffentlich noch nicht in den nächsten Tagen. Nein, 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 das dauert noch. Da habe ich ja Glück. Du könntest mir nämlich einen riesigen Gefallen tun. So. Weißt du, ich muss für 2 Tage weg zu einer Familienfeier. Naja, und Angelo im Schneiders allein zu lassen, der ist schnell überfordert. Also am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn du die Verantwortung übernimmst. Was, ich? Aber ich bin doch gar nicht eingearbeitet. Na, ich zeig dir alles. Ja, du, ob ich mich da so schnell reinfinde? Aber natürlich, Schätzchen. Du kennst sie doch aus in der Gastronomie. Ich meine, von deiner Zeit im No Limits sprechen die Leute noch heute. Ach komm, tu mir den Gefallen. Du bist der Einzige, dem ich das zutraue.
Tschüss. Macht's gut. Du wolltest mir beim Aufräumen helfen. Hab ich versprochen. Aufräumen finde ich cool. Stopp, stopp. Warum? Wir sollten das besser nicht tun. Warum so keusch auf einmal? Hast du eine Freundin? Ex-Freundin. Na dann, wo ist das Problem? Es ist einfach nicht richtig. Ist die Sache noch so frisch? Für mich schon. Sie hat dich verlassen? Jetzt ist sie mit seinem Idioten zusammen. Na, das wird sie ja wohl irgendwann merken. Hoffentlich. Sie wäre bescheuert, wenn sie dich nicht will. Danke. Aber bis dahin können wir zwei ja noch ein bisschen Spaß haben. Denk einfach nicht an sie und weiß, was dich ablenkt. Hallo, Konstantin. Lisa! Oh, tut mir leid. Nein, warte, Lisa! Verdammt! War ich noch ein bisschen nervös, aber jetzt, wo ich es weiß, es wird alles gut. Ja. Und vielleicht bringt es ja unsere Familien auch wieder zusammen. Naja. Und wenn nicht, sollen die sich doch bekriegen. Wir haben uns. Genau. Wir haben uns. Und unser Kind. Werden wir eine richtige Familie sein. Ich habe das von Anfang an so gewollt. Ich liebe dich. Ich dich auch. Du trägst die Verantwortung. Angelo hat deinen Anweisungen Folge zu leisten. Wie sieht's mit der Kasse aus? Die rechnet quasi automatisch ab, da kann man gar nichts falsch machen. Aber es gehört auch zu meinen Aufgaben. Ja, ja, natürlich. Sofern du mir den Gefallen tust. Für dich tue ich doch alles. Danke. Nicht doch, das mache ich gern. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Ich sehe meine Familie so selten. Du lernst sie zwar diesmal nicht kennen, aber... Na klar, einer muss ja die Stellung halten, das bin ich. Ich hätte sonst sowieso keine Ruhe gehabt. Ich kann dir nur versprechen, ich gebe mir die allergrößte Mühe. Du vertraust mir viel an und ich werde dich nicht enttäuschen. Das weiß ich doch, Schatz. Guten Morgen. Ist dir auch so schlecht? Eigentlich nicht. Ich glaube, mein Kopf platzt. Wie es hier stinkt. Ich versuch schon zu lüften. In dem Mief habe ich dich schlafen lassen. Das habe ich gestern Abend überhaupt nicht gemerkt. Naja, du hattest ja wohl auch andere Probleme. Erinnere mich bitte nicht daran. Das wird schon wieder mit deiner Lisa. Also, wir sehen uns. Mach's gut. Tag. Ciao.
bist also tatsächlich hier. Ich habe gestern die ganze Stadt nach dir abgesucht, Konstantin. Das hättest du auch lassen können. Geht es dir gut? Mir würde es besser gehen, wenn du nicht hier wärst. Bitte, Konstantin, ich... Von mir aus müssen wir nicht miteinander reden. Elisabeth zieht nicht nach Königsbrunn. Komm wieder nach Hause. Das kannst du vergessen. Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich bin volljährig. Und ich mache, was ich will. Du gehörst nach Königsbrunn, Konstantin. Ich will doch nur dein Bestes. Wie damals, ja? Als du mich in die USA verbannt hast. Das war zu diesem Zeitpunkt die beste Lösung. Nein. Das war das Schlimmste, was du mir antun konntest. Deinetwegen bin ich nicht mehr mit Lisa zusammen. Du hast mir alles kaputt gemacht. Lars, wir sind schwanger. Ist das nicht fantastisch? Was? Das ist ja... Das ist ja unglaublich. Lass dich im Arm. Ich gratuliere. Danke. Und dir natürlich auch. Danke. Und dir. Du bist ja auch beteiligt. Ein kleines bisschen zumindest. Ja, aber ich dachte, das dauert länger. Ich meine, bis es klappt. Normalerweise ist das auch so. Offenbar war Karl im Unterbewusstsein bereit dazu. Ich wollte einfach nicht nochmal durch diese Prozedur. Ja, ist schon unheimlich, wenn da ein neues Leben ranwächst. Solange es kein Mädchen wird? Nein, es ist irgendwie... Ich fühle mich viel entspannter als vorher, komischerweise. Es ist einfach noch neu für mich. Ja, es wird sich jetzt einiges ändern. Ja, was habt ihr denn als nächstes vor? Nestbau? Eigentlich wollen wir schon zusammenziehen, ja. Ja, na ja, das sollte heute kein Thema sein. Ja, und was ist mit deinen beiden Kindern? Die kommen natürlich mit, wenn sie wollen. Mhm. Ihr verspießert ja richtig. Eine wirklich glückliche Familie. Ja. Hallo. Ich habe gerade nicht zugehört. In welchem Paralleluniversum steckst du denn? Ich habe gerade nur an Konstantin gedacht. Kennst du seine neue Freundin? Wie? Der hat eine neue Freundin? Das muss aber frisch sein, weil... Woher weißt du überhaupt davon? Ich war doch gestern noch bei ihm. Ich dachte, er war nirgends zu finden. Er wollte wohl nur seinen Vater nicht sehen. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da voll peinlich reingeplatzt, als die beiden gerade... Ups. Ups. Und eifersüchtig? Quatsch. Ist dir das Gespräch unangenehm? Ich geh schon. Also wenn ich dein Andi wäre, dann würde ich mir spätestens jetzt Gedanken machen. Hi. Worüber soll ich mir Gedanken machen? Paul spinnt. Ich hab dich vermisst. Danke, Lars, aber wir fahren lieber alleine. Wenn man schon mal sieht, dann bringt mir doch bitte ein Ultraschallbild mit. Ja. Ciao. Sag mal, hab ich richtig gehört? Karla ist schwanger. Ah, das freut mich aber. Hat es geklappt? Ja. Ja, und? Wie fühlst du dich? Komisch. Irgendwie werde ich Vater, aber irgendwie doch nicht. Und ich werde quasi noch mal Tante. Lass das nicht Susanne und Karla hören. Ich glaube nicht, dass sie noch mehr Verwandtschaft haben wollen. Du, apropos Verwandtschaft. Fahren wir morgen zusammen? Es klappt also. Ja, alles bestens. Angelo? Ja, bitte? Herr von Beinbach wird mich hier die nächsten Tage vertreten, ja? Porcodillo. Selbstverständlich. Als Leiden erkläre ich Ihnen dann später. Charlie, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Willst du das alles hier Bernd anvertrauen? Ja. Bei aller Liebe. Aber überleg dir das nochmal. Das habe ich schon. Keine Sorge, Bruderherz, es läuft alles nach Plan. Welche Frau kann diesem Mann widerstehen? Charlie jedenfalls nicht. Ist eigentlich zu schade, dass sie so ein klasse Weib ist. Naja, und ein guter Kerl dazu. Was soll's? Du darfst jetzt darauf keine Rücksicht nehmen. Du brauchst das Geld. Mensch.
Mensch, da habe ich ziemlich was verpasst. Wer hat das getrunken? Nee, das meine ich nicht. Erzähl mir mal lieber von deiner neuen Freundin. Du hast mit Lisa gesprochen. Und? Was hat sie gesagt? Sie war ziemlich von den Socken. Aber wer ist die Frau? Kenne ich sie? Nein. Was genau hat sie gesagt? Moment, erst bist du dran. Woher kennst du sie? Aus dem No Limits. Ich habe sie gestern kennengelernt. Und heute seid ihr schon zusammen? Nein. Das war nichts Ernstes. Aber ihr wart in der Kiste. Nein, wir haben nur geknutscht. Das hört Lisa sicher gern. Warum? Sie hat doch ihren Andi. Ja, aber sie war ziemlich eifersüchtig. Echt? Und wie gesagt, Angelo, abends überprüfen Sie einfach noch mal die Kasse. Aber diskret, wenn möglich. Ja, natürlich. Aber warum? Bitte, Angelo, stellen Sie keine Fragen. Ich habe meine Gründe. Bernd! Bereit zum Dienst. Du siehst fantastisch aus. Und wie gut du riechst. Tja, man tut, was man kann. Also vielen Dank nochmal. Das ist wirklich eine große Erleichterung für mich. Ich bitte dich. Weißt du mich ein? Ja, natürlich. Komm. Frau Schneider? Ja? Da fehlt Ihre Unterschrift. Ja, das mache ich später, Angelo. Wieso nicht jetzt? Dann musst du nicht mehr dran denken. Naja. Kontoformat für einen Angelo Totti? Was soll denn das heißen? Wieso läuft die Vollmacht nicht auf mich? Bernd. Schon gut, schon verstanden. In Wahrheit ist er der Chef und ich bin nur die Witzfigur. Wieso fragst du mich eigentlich, wenn du mir nicht vertraust? Ich hab's gewusst. Mit Lisa und mir, das ist noch nicht vorbei. Jetzt halt mal den Ball flach. Das mit der Eifersucht, das war nur ein Eindruck von mir. Ich vertraue dir. Und außerdem, ich meine, guck dir diesen Andi-Proll doch mal an. Es war doch klar, dass das nichts geben könnte. Ja, sag nachher nicht, ich hab dir falsche Hoffnung gemacht. Lisa! Hey! Ich wollte dir dein Geschenk vorbeibringen. Ja, ich geh dann mal lieber. Tschüss. Ciao. Danke. Darf ich es auch machen? Klar. Ist nur ein kleiner Glücksbringer. Super lieb, dass du vorbeigekommen bist. Ja, hör mal, ich will auch deine neue Freundin kennenlernen. Also das... Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich für dich freue. Zwischen uns ist jetzt alles wieder easy.